Ja, herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 7 von Sommersemester 2020 an. Gegeben ist die Differentialgleichung erste Ordnung, y' gleich x minus y durch x. Erstellen Sie das Richtungsfeld für das Intervall von 0 bis 5 auf der x-Achse und 0 bis 5 auf der y-Achse. Also hier für diesen Bereich sollen wir das Richtungsfeld erstellen. Für die Isoklinen sollen gewählt werden y' minus 5, minus 1, 0, 1,5 und 1. Skizzieren Sie in das Richtungsfeld die spezielle Lösung, die durch den Punkt P1, 1 verläuft. Okay, fangen wir hiermit an. Mit Aufgabenteil A. Ich schreibe es nochmal hin. Wir haben y' gleich x minus y durch x. Das lösen wir jetzt einmal auf. Ja, also mal x, dann haben wir xy' gleich x minus y. Und dann formen wir das noch nach y um, dann steht da y ist gleich x minus xy' oder auch y gleich x mal 1 minus y'. So, und jetzt können wir für die jeweiligen y' das y auswerten, die Funktion. Das heißt, für y' gleich 1 kommt raus y gleich 0. Das heißt, die zugehörige Isokline läuft hier. Wir wissen, dass wir hier an dieser Stelle die Linienelemente hier eine Steigung von 1 haben. Linienelemente tragen wir ein, Steigung von 1, also die Winkel halbieren. Ja, von 0 bis 5 sollen wir das machen. Gut, dann gehen wir weiter. Machen wir das für y' gleich 1,5. Wie sieht das hier aus? Da ist y gleich, wir setzen hier 1,5 ein. 1 minus 1,5 ist 1,5, also x halbe. Isokline eintragen, x halbe. Das heißt, wir laufen hier so. Die Linienelemente haben auch die Steigung 1,5, das heißt, sie liegen hier genau auf der Linie drauf. Tragen wir auch wieder hier von 0 bis 5 die Steigung ein. Okay, dann machen wir das Ganze für y' gleich 0, also wo wir keine Steigung haben. Das ist bei y gleich, setzen wir hier 0 ein, 1 minus 0 ist 1, also bei x, y gleich x, Isokline, also schreiben wir hier noch dran, das war y' gleich 1,5. Steigung von 1,5 und hier haben wir jetzt Steigung von x, y' gleich x, das war y' gleich 0, so. Steigung war 1 und die Linienelemente haben hier keine Steigung, das heißt hier 0. Ja, dann für y' gleich minus 1 auswerten. Wir setzen hier also minus 1 ein. 1 minus minus 1 ist 2. Also da ist die Steigung 2x. 2x, das heißt, wir gehen hier steil hoch. Das ist y' gleich minus 1. Hier haben die Linienelemente also die Steigung von minus 1. Ja, ist jetzt nicht schlimm, lassen wir jetzt einfach mal. Soll eigentlich nur von 0 bis 5. Die 6 brauchten wir also nicht. Okay, also das wären die Linienelemente. Und dann haben wir noch
von minus 5 das zu bestimmen. Also für y' gleich minus 5 haben wir hier 1 minus minus 5 sind 6x dann. Also die Steigerung ist 6x. Das heißt, es läuft sehr steil. Hier Linienelemente haben eine Steigung von minus 5, also auch eine sehr steile Steigung hier. Ja, das war y' gleich minus 5. Ja, also das ist immer die Isokline, ne, die Gleichung der Isoklinen sind das hier. Und hier steht immer, wie groß ist die Steigung auf der jeweiligen Isokline, die wir hier stehen haben. Ja? Und das haben wir jetzt eingetragen. Und jetzt können wir da, ohne dass wir jetzt das berechnen, können wir die Kurve, die durch diesen Punkt läuft, hier skizzieren. Ja? Durch den Punkt 1, 1. Weil die Steigung kennen wir. Hier ist die Steigung 0. Wir gehen jetzt hier rüber. Und hier auf der Kurve y' gleich minus 1. Hier ist ja die Steigung minus 1. Das heißt, die Kurve verläuft hier so und wird immer steiler steigen. Ja? Und genauso, wenn wir hier weiter gucken, dann sehen wir, dass das irgendwie ja scheinbar hier drauf zuläuft. Es kann nicht hier durch, ne? Weil die Steigung ist hier immer ein halb auf der Kurve, ein halb. Ja? Okay, das heißt, wir versuchen das mal schön zu skizzieren. Wir gehen also hier, ne, hier ist die Steigung von minus 1. Und wenn wir jetzt hier durchlaufen, dann haben wir hier die Steigung von minus 5. Und dann werden wir immer steiler, läuft hier hoch. Ja? Und hier laufen wir halt hier drauf zu, erreichen das aber erst nicht. Okay, das war Aufgabenteil A. Ja, wir haben das Richtungsfeld skizziert. Und jetzt gucken wir uns Aufgabenteil B an. Lösen Sie die Differentialgleichung durch Variation der Konstanten und ermitteln Sie die spezielle Lösung, die durch den Punkt 1, 1 verläuft. Ja, wir wissen, Formel für Variation der Konstanten y von x ist Integral b von x mal e hoch Integral a von x dx. Dx plus c mal e hoch minus Integral a von x dx. Und wir zerlegen das Problem ja einmal in drei Schritte. Wir rechnen als erstes das Integral ax dx aus. Ja. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal wissen, was ist denn überhaupt ax? Ich schreibe nochmal die DGL hin. Also y' gleich x minus y von x. Wir wissen, y ist eine Funktion von x. So wie es da steht, können wir ax noch gar nicht auslesen. Wir formen das erstmal um. Also hier y' ist gleich x durch x ist 1 minus y durch x. Dann bringen wir y durch x auf die andere Seite. Dann steht da y' plus 1 durch x mal y gleich 1. Und dann können wir a und von x und b von x auslesen. A von x ist das hier, ja, das ist a von x und b von x ist das. Okay, dann fangen wir an, dass wir erstmal das Integral a von x dx lösen. Das ist einfach a von x 1 durch x, also Integral 1 durch x dx. Stammfunktion von 1 durch x ist einfach ln Betrag von x. Dann gehen wir weiter, dann rechnen wir jetzt den zweiten Schritt. Wir rechnen das hier aus und setzen das Integral ax dx, also ln x, direkt hier ein. Ja? Dann haben wir da stehen, also Integral b von x mal e hoch Integral a von x dx dx ist gleich Integral b von x ist 1 mal e hoch Integral ax dx haben wir mit ln Betrag von x bestimmt. Dx, e hoch ln x ist nichts anderes als x. Einmal x ist x, also x
dx. Stammfunktion von x ist 1/2 x². Dann können wir das schon direkt im dritten Schritt machen. Wir setzen das jetzt ein. Das heißt, wir setzen für das hier, schreiben wir jetzt 1/2 x² plus c mal e hoch minus nochmal Integrale x dx, also ln Betrag von x. Gut, das schreiben wir um. Schreiben wir hin 1/2 x² plus c durch e hoch ln von x. Wir können eine Potenz mit dem negativen Exponenten in den Bruch schreiben, in den Nenner schreiben und dann den Exponenten positiv machen. Okay, dann wissen wir e hoch ln x. Das haben wir gerade schon gemacht, das ist einfach nur x. Also steht da 1/2 x² plus c durch x. Und dann haben wir da stehen, y von x ist gleich 1/2 x² durch x ist 1/2 x. Oder x halbe und c plus c durch x. Und zum Abschluss sollen wir noch die spezielle Lösung durch den Punkt 1, 1, die durch den Punkt 1, 1 läuft, angeben. Punkt 1, 1. Das heißt, y an der Stelle x gleich 1 soll gleich 1 sein. Dann setzen wir das ein. 1/2 plus c durch 1, also plus c ist gleich 1. Und das ist dann erfüllt, wenn c gleich 1/2 ist. Und damit bekommen wir die spezielle Lösung. X halbe plus für c 1/2 eingesetzt. Also x hoch minus 1/2. Ja, das ist die spezielle Lösung.